Hallo meine Lieben, hier ist Sabine vom YouTube-Kanal Dualseelen der Ehrlichkeit begegnen. Heute nicht wie gewohnt Sonntag oder Montag, sondern heute Dienstag, da wir jetzt ein ganz, ganz, ich sag mal, Sönke und ich, wir hatten jetzt ein Hammer-Fortbildungswochenende mit TCM, also traditionell chinesischer Medizin, hinter uns mit ganz, ganz viel Akupunktur von morgens bis abends. Und wir waren ziemlich platt, müssen wir uns gestehen. Und wir haben auch den gestrigen Tag dazu genutzt, wirklich, um uns komplett davon zu erholen. Ich hatte natürlich noch ein paar Beratungsgespräche gehabt und Sönke hatte natürlich auch noch seine Arbeit gehabt mit Patienten. Aber wir haben trotzdem gestern Abend gesagt, so jetzt ist dann irgendwann Feierabend und wir haben uns dazu entschlossen, beziehungsweise ich habe mich dazu entschlossen, heute ein Video zu machen. Sönke hat auch gesagt, mach du das mal alleine. Weil es geht heute um den Wert der Frau. Und da hat er gesagt, ich kenne das. Also er findet das ganz, ganz toll, was ich euch hier gleich auch vorlesen möchte. Und sagt, das ist ein ganz toller Abschnitt oder ein ganz toller Text, der erstens mal für alle Frauen ist, euch bewusst zu werden, welchen Wert ihr für euch selber habt oder wo liegt euer Selbstwert. Vielleicht euch auch mal Gedanken darüber zu machen, wo liegt eure Selbstliebe? Wo liegt euren Selbstwert und wo sind eure Grenzen, wo ihr für euch sagt, so möchte ich einfach gesehen und behandelt werden? Und wie man auch dahin kommt. Also, es ist ganz, ganz spannend und dieses Video ist auch, ich hoffe, und Sönke hat es auch gesagt, er hofft, dass es auch ganz, ganz viele Männer sehen, weil es ist auch ganz dolle an die Männer gerichtet, damit die einfach sehen, wenn sie eine Frau haben möchten und sich wünschen, die auf Augenhöhe ist. Die ist nicht einfach an jeder Straßenecke zu finden. So, und ich lese euch jetzt was vor, was mich sehr, sehr auch bewegt hat. Also ich kenne das. Ist ein wunderschöner Text. Den möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. So, eine Frau, die ihren Wert kennt, wirst du nicht an jeder Ecke finden. Sie stolziert nicht über den Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und posiert auch nicht auf Single-Veranstaltungen. Sie wird dir nicht beim Speed-Dating begegnen und auch in den Kontaktanzeigen wirst du von ihr nichts finden. Ja, sie hatte vielleicht sogar Phasen, in denen sie kurze Besuche, einschlägige Angebote wagte, aber letztendlich hat sie jedoch ohne Zweifel schnell erkannt, dass das nicht ihr Terrain ist. Wenn du eine Frau an deiner Seite haben möchtest, die ihren Wert kennt, eine Frau, die ihre Stellung sowohl im Leben als auch in einer Beziehung bewusst ist, wenn du eine Frau zu schätzen weißt, die sich zu behaupten weiß und zu ihren Bedürfnissen steht, dann musst du die Augen aufhalten, denn sie wird sich dir nicht anbieten. Oder wie ein Restposten erscheinen. Eine Frau, die ihren Wert kennt, wird so auftreten, dass du nicht mal bemerkt wirst, dass es noch eine Vakanz in ihrem Herzen gibt. Sie ist vollkommen bei sich, strahlt eine Sicherheit aus, die eventuell wie ein Schutzschild auf dich wirken mag. Die Frau, die sich so schätzt, wie du geschätzt werden möchtest. Und diese Frau kannst du nicht ohne Mut erobern, denn sie wird dir unmissverständlich signalisieren, dass sie dich nicht braucht. Die Frau, die ihren Wert kennt, fühlt sich auch ohne Partner vollständig und ganz. Und das wird sie dich auch spüren lassen. Du kannst nicht einfach ein Defizit beheben und eine Lücke ausfüllen und zu ihren Prinzipien zu werden, denn ihr Leben ist auch ohne Mann rund. Dennoch musst du nicht verzagen, lieber Mann, denn die Frau, die ihren Wert kennt, die wird auch deinen Wert erkennen, wenn du ihr auf Augenhöhe begegnest. Die Frau, die dich zu schätzen weiß, für deine Einzigartigkeit, die in dir den Mann
mit allen Aspekten, männlich, weiblich und auch das kleine Kind annehmen kann. Ohne je deine körperliche Männlichkeit und dein Potenzial anzuzweifeln, kannst du nicht mit archaischen Methoden um den Finger wickeln. Leg deine Jagdausrüstung endlich ab und begegne ihr am Quell ihrer Seele. Ja, ich fand das sehr, sehr bewegend und dieser Text hat ganz, ganz viele aufgerüttelt, auch so im Umkreis. Und ja, ich fand diesen Text sehr, sehr schön und auch sehr, sehr passend, weil sich ganz, ganz viele, auch Männer, die sich zum Beispiel mit Sönke unterhalten haben, Männer, die sich auch mit mir unterhalten haben, die auch mit mir Coachings hatten oder mit uns gemeinsam und auch gerade die Frauen, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Single-Börsen, ich habe keinen Bock mehr auf Speed-Dating, ich habe keinen Bock mehr irgendwo. Ich hatte auch welche dabei, die echt geglaubt haben, Männer, die haben wirklich geglaubt, dass sie ihre Traumfrau im Swingerclub finden. Also, ne, die dann auch treu ist, wohlgemerkt, und ein monogames Leben führen möchte. Ja, sowas gibt es auch. Ich meine, jedem das Seine, aber wie gesagt, es ist halt schon irgendwie paradox, wenn man sieht, wo man dann seine Traumfrau oder auch seinen Traummann kennenlernen möchte. Und du wirst sie auch nicht in jeder Disco oder an jeder Bar oder sonst wo finden. Es geht wirklich um diesen Selbstwert, den sich eine Frau wirklich bewusst ist. Ich war, bevor ich Sönke kennenlernte, war ich 5,5 Jahre alleine. 5,5 Jahre bewusst alleine, ohne Beziehung. Und für mich, viele denken jetzt, wow, das ist aber total lange und hin und her. Ich hatte zwischendurch dann auch mal natürlich Männer kennengelernt, so ist es nicht. Aber nee, das war für mich, wo ich gesagt habe, nö, ich bin mir echt zu schade dafür, jetzt für einen verheirateten Mann eine Affäre zu sein oder für jemanden einfach nur mal nur ein Nightstand zu sein oder Männer, für jemanden ein Trostlaster zu sein, weil er gerade in einer tiefen Krise oder Trennung steckt und jemanden braucht, der ihn umarmt und umsorgt und pflegt. Nö, ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock, ich bin lieber alleine. Ich habe da auch Männer kennengelernt, habe aber bewusst für mich auch gesagt, nö, der Richtige, für den ich mein Herz wieder öffne, der wird kommen und der ist auch schon da. Und ich habe das auch gespürt, als ich damals von Saarbrücken, Frankreich in Anführungsstrichen, hier hochgekommen bin. Ich wusste, dass ich hier meinen Dualseelenpartner finden werde. Also ich habe mich ja schon sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich wusste aber nicht, wie lange es dauert, muss ich dazu sagen. Und in Saarbrücken war ich ja schon relativ lange alleine, ohne Partner. Und ja, das hat sich dann auch so, ich sag mal, hier hingezogen und wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich vertraue dem Universum, dass der Partner, der mein Herz erobert und auch mein Dualseelenpartner ist, weil ich das irgendwie wusste, den würde ich dann finden, wenn es Zeit für mich ist, wenn ich meine Themen zum größten Teil bearbeitet habe, auch mit mir selber bearbeitet habe, die Zeit für mich genommen habe, wirklich mein Ding, mein Leben zu leben, mich vollständig zu fühlen und wirklich auch, ich sag mal, davon wegzukommen, zu sagen, ich brauche einen Partner oder ich brauche einen Mann, um glücklich zu sein. Und irgendwann fand ich das Alleinsein sogar total geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mein Leben gelebt. Also ich bin weggegangen, mit Freundinnen weggegangen, hier am Meer alleine spazieren mit Freundinnen, viele Kochabende gemacht, Fortbildungen gemacht, natürlich auch mehr gearbeitet, mich mit mir auseinandergesetzt, Meditation, mich mit meinem inneren Kind beschäftigt und habe wirklich die Zeit auch bewusst, wirklich bewusst dafür genutzt, mich mit mir selber, mit meinem inneren Kind, mit meiner Vergangenheit, mit meinen ehemaligen Partnerschaften, wie die gelaufen sind, was da alles passiert ist, wirklich auseinanderzusetzen und mir auch wirklich bewusst zu werden, was will ich? Wozu bin ich denn überhaupt noch bereit in einer Partnerschaft und wozu sage ich, nö, sehe ich überhaupt nicht mehr ein? Also das ist nicht mein Ding. Und womit kann ich noch leben oder wo kann man noch Kompromisse eingehen für einen gewissen Zeitraum? Und wo sage ich, nö, geht gar nicht mehr für mich. Ne? Und da auch wirklich
sich selber, und darum geht es, um diesen Selbstwert und um diese Selbstliebe, sich selber da treu zu sein. Und ich habe immer gesagt, ich weiß, dass mein Partner genauso, ich weiß, meine Dualseele ist ein Heiler, genau wie ich auch. Heiler, Heilpraktiker, Reiki-Lehrer, Schamane, wie auch immer, aber er arbeitet in diesem Bereich. Ich wusste das. Und dann, irgendwann habe ich so ein Gefühl gehabt, wo ich gedacht habe, so, auch so ein Scheißegal-Gefühl. Manchmal habe ich mich ja schon danach gesehen, nach dem passenden Partner. Und dann hatte ich irgendwann so ein Scheißegal-Gefühl und habe gedacht, oh, weißt du was, lieber Gott, ich warte jetzt seit 5,5 Jahren, oder das war so 5. Jahr ungefähr, habe ich gesagt, ich warte jetzt so lange, wann kommt denn endlich mein Partner? Und da hieß es immer wieder, hab Geduld. Und habe ich gedacht, naja, ist ja schon ganz schön lange, ne? Also irgendwann. Und dann habe ich aber auf einmal gemerkt, okay, dann wird das halt so sein. Und dann hatte ich eine Phase gehabt, wirklich eine Phase in diesem halben Jahr, das waren so circa 5 bis 6 Monate, habe ich eine Phase für mich gehabt, wo ich auf einmal so ein Scheißegal-Gefühl hatte, wo ich auf einmal gesagt habe, weißt du was, lieber Gott, und wenn es so sein soll, dass ich mein ganzes Leben lang nur mit Kindern arbeite, für den Kinderschutz und für den Tierschutz arbeite und als Heilerin arbeite, dann ist das okay. Dann nehme ich das an. Wenn das die Bestimmung und die Berufung meines Lebens ist, ich wusste ja, meine Berufung ist als Heilerin zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten und auch Kinder zu beschützen, halt auch wirklich auch mit den Eltern im Bereich Kinderschutz viel zu tun. Prävention hatte ich ja viel gemacht als Pädagogin auch, bei SOS Kinderdorf gearbeitet und viel im Tierschutz natürlich, war mir ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du weißt du was, lieber Gott, wenn das so sein soll, dass ich wirklich nur in diesem Bereich arbeiten soll, ich weiß, dass es meine Berufung und meine Bestimmung ist, dann nehme ich das so an. Dann nehme ich das wirklich so an, dann nehme ich das auch von Herzen so an. Und wenn mein Partner dann jetzt nicht kommt, dann akzeptiere ich das. Dann soll das so sein. Ich war jetzt über 5 Jahre alleine und dann ist das halt einfach so. Und dann habe ich gesagt, ich gebe das jetzt nach oben, ich nehme das jetzt auch wirklich so an. Und ja, und dann, als ich überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, begegnet mir Sönke bei der Hypnoseausbildung. Ja, so kann es dann gehen, ne? Und ja, Luftzeichen genau wie ich, Heiler, wir haben wirklich die gleichen Ausbildungen gemacht. Also es ist schon teilweise echt unheimlich, wie bei manchen Menschen oder Dualseelen oder auch Zwillingsflammen oder auch bei Seelenpartnern. Also wie da der Weg, wie identisch der Weg ist, bei beiden und auch die Vorbereitung. Also das finde ich auch ganz, ganz spannend zu sehen. Sönke und ich, wir sind richtig vorbereitet worden auf unsere Dualseelenbeziehung, also auf unsere Beziehung, dass wir so weit waren, als wir uns kennengelernt haben. Dass wir mit unseren Altlasten, die noch da sind, die wir jetzt noch in diese Beziehung mitbringen und mitbringen dürfen auch, dass wir auf der Bewusstseinsebene her so weit sind, dass wir die relativ gut und schnell bearbeiten können. Also alles, was wir jetzt noch nicht bearbeitet hatten, auch mit dem inneren Kind, mit unseren Schattenseiten, da jetzt so in diesen Endspurt zu gehen und zu sagen, so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt seid ihr bereit füreinander und jetzt geht es in den Endspurt rein. Und das war bei uns auch so. Also wir haben, viele sagen immer auf dem Dualseelenweg, ja, mir ist das passiert und das und das und dann wieder diese Riesentrennung und dieser Riesenschmerz und dann sehen wir uns 3, 4 Jahre nicht oder wir haben 3, 4 Jahre in Auf und Ab. All das war bei Sönke und mir nicht. Weil es muss nicht bei allen Dualseelenpaaren so sein. Also ich will auch mal die Angst daraus nehmen, dass ihr einfach auch wisst, es ist nicht bei allen Dualseelenpaaren so. Nicht jeder hat den gleichen Weg. Und jedes Paar und jeder Mensch von euch da draußen ist auf seinem Bewusstseinsstand, wo er gerade ist. Und dort, wo er gerade steht oder wo sie gerade steht, ne, dort habt ihr eure Lernaufgaben. Und entweder ihr habt in vorherigen Beziehungen oder Ehen oder wie auch immer schon ganz, ganz vieles abgearbeitet und wirklich auch in Ehrlichkeit gelebt, euren Selbstwert gelebt.
Oder ihr bekommt es dann in der Dualseelenbeziehung wirklich knüppeldicke. Also es gibt manche, wo ich manchmal wirklich mir die Frage gestellt habe, ist das wirklich überhaupt der Dualseelenpartner, weil die echt so hammermäßige Probleme hatten. Aber dann war es wirklich so. Also wo ich gesagt habe, die haben halt echt in der vorherigen Beziehung oder in ihrer vorherigen Partnerschaft, die waren teilweise 15 oder 17 Jahre mit einem Partner fest zusammen, hatten vielleicht zwei Partner, drei Partner in ihrem Leben und haben sich noch nicht ausgetobt, noch gar nichts wirklich in Anführungsstrichen erlebt und sind auch durch ihren Partner, weil sie mit dem so lange zusammen waren, gar nicht dazu gekommen, wirklich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also sie sind in dieser Partnerschaft nie wirklich auch mit ihrem inneren Kind konfrontiert worden, weil man hat die Partnerschaft gelebt über 15 oder 17 Jahre. Und man hat es so angenommen, nebeneinander dahergelebt und irgendwann kam dann die Trennung oder irgendwann kam dann der Dualseelenpartner, wo es auf einmal Bing gemacht hat und wow, was sind das jetzt für Gefühle? Und die meisten haben es dann wirklich knüppeldicke abgekriegt, die, ich sag mal, noch nicht so viele Erfahrungen vorher sammeln durften. Und in Anführungsstrichen. Und die werden jetzt wirklich auch ganz, ganz dolle mit ihrem inneren Kind konfrontiert und wirklich ihre Schattenseiten aufzudecken und auch zu leben. Das ist natürlich nicht immer einfach und es ist auch nicht immer angenehm. Vor allen Dingen für die Männer ist es nicht immer angenehm, dahin zu schauen und ihre Schattenseiten und ihre düsteren Gedanken und was auch immer alles niederzulegen. Und ich habe das vor kurzem so schön auch einer guten Bekannten oder ich kann schon sagen, sogar fast Freundin gesagt, es gibt so verschiedene Schritte, auch gerade bei den Männern und bei den Gefühlsklärern. Und diese verschiedenen Schritte sind einfach, dass man sich kennenlernt, man fühlt sich wohl. Ich erkläre es jetzt nur mal ganz kurz. Dann fängt es an, man geht wieder auseinander, man traut sich nicht und der Loslasser konfrontiert den Gefühlsklärer mit gewissen Schattenseiten. Der Gefühlsklärer wird da, ich sag mal, hingehend angetriggert sozusagen, zieht sich zurück, geht weg oder geht in den kompletten Rückzug, kommt dann wieder irgendwann, weil die beiden können nicht ohne einander. Das sind ja wie Magnete einfach. Das ist bei Zwillingsflammen genauso oder bei anderen Seelenpartnern. Das ist dann wie, das ist so ein Magnetismus. Man fühlt sich angezogen, man kann aber auch nicht miteinander. Und da hinzuschauen, und dann zu sagen, okay, das ist jetzt so, das ist so die erste Zwiebelschicht, ne? Oh, die triggert mich jetzt ganz schön oft an. Wir hatten so eine tolle, geile Zeit, wir hatten so tollen Sex miteinander, es hat alles so harmoniert und jetzt kommt die auf einmal und setzt mich unter Druck. So, und jetzt kommt die auf einmal und triggert bei mir Punkte an, da will ich überhaupt nicht hinschauen. So, und der nächste Schritt ist, irgendwann merkt er, ich liebe die Frau so sehr oder den Mann. Wie gesagt, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Dualseelenbeziehungen. Mir ist es da jetzt einfach wert hinzuschauen, weil wenn ich es jetzt nicht mache, passiert es mir beim anderen. Und die meisten machen dann halt auch wirklich, die meisten Dualseelenbeziehungen trennen sich ja auch dann gerade in dieser ersten Phase ganz, ganz oft, suchen sich auch teilweise andere Partner, andere Seelenpartner oder ich sage immer andere Lernpartner, um dann genau das zu spüren, was auch bei der Dualseele ist, um dann genau zu merken, Moment mal. Das ist vielleicht ja ganz cool am Anfang jetzt, aber die triggert mich ja auch an. So, und aber eigentlich liebe ich ja meine Dualseelenpartnerin, beziehungsweise eigentlich liebe ich ja, ich sage jetzt einfach mal Claudia oder wie auch immer. Ich liebe ja eigentlich Claudia. Jetzt bin ich aber mit Anja zusammen. Ich habe gedacht, von Claudia, von der komme ich weg, die hat mich zu oft angetriggert und es kommt jetzt was Besseres nach. Die meisten Männer denken ja wirklich, warum soll ich mich mit einer Frau zufrieden geben? Oder viele Partner denken das ja, vielleicht kommt ja noch was Besseres nach. Ne? So. Um dann aber letztendlich zu merken, da kommt nichts Besseres nach. Es ist nur anders. Aber die Triggerpunkte bleiben die gleichen. So. Die bleiben einfach die gleichen. Da könnt ihr tun und machen und lassen, was ihr wollt. Um dann wieder zu merken, boah, meine Sehnsucht ist aber wirklich total stark nach Claudia. Ich liebe die. Macht dann mit. Ich sage jetzt einfach, das sind jetzt nur fiktive Namen. Ich mache jetzt mit Anja, ich beende diese Beziehung mit Anja und gehe wieder zu Claudia zurück. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So, und wo dann irgendwann der Gefühlsklärer merkt, boah, die triggert mich jetzt an, aber ich schaue da jetzt einfach doch mal hin, weil, und gehe da durch. Der erste Schritt ist getan, man hat schon ein paar Sachen dann, ist man angegangen, durchlaufen,
Viele sind dann auch in so einer Phase, wo sie sagen, ich mache jetzt Familienstellen. Also das sehe ich beim Familienstellen bei mir ganz oft, dass auf einmal ganz viele Männer, das ist manchmal so, manchmal sind nur fast Frauen da. Und dann auf einmal ist wieder so ein Schwarm, wo ich merke, das sind wieder Männer in ihrer Entwicklung, die dann zu Sönke und zu mir kommen. Und dann sagen so, okay, da gibt es so ein paar Sachen, da muss ich jetzt einfach mal hinschauen. Und weil ich kriege das irgendwie nicht aufgelöst. Und ich komme jetzt mit meiner Partnerin oder auch alleine, aber ich will da hinschauen, woher das kommt. So, und dann Familienstellen, Hypnose bringt schon ganz viel, mit dem inneren Kind zu arbeiten. Dann kommt das nächste, der Gefühlsklärer spürt dann, wow, okay, da passiert ja einiges. Dann geht es aber um das Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Treue, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch mit sich selbst. Bin ich denn ehrlich mir selbst gegenüber? Da haben auch ganz, ganz viele Männer teilweise sogar mehr Probleme als Frauen. Also habe ich festgestellt, dass es wirklich so ist, weil sie einfach Angst haben, dass eine Frau sie ablehnen könnte. Sie haben Angst vor dieser Ablehnung, wenn sie ihre Vergangenheit darlegen oder ihre dunklen Gedanken oder eine Vorgeschichte haben mit, keine Ahnung, mit anderen Frauen, mit Porno, mit Swingerclub, wie auch immer. Und da halt wirklich das auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, so sieht es jetzt aus. Und viele Männer haben Angst, auch Frauen wirklich ihre erotischsten Gedanken, die sie jemals hatten, darzulegen. Es gibt natürlich auch Paare, die gehen offen miteinander da um, aber die meisten Männer haben wirklich Angst, wenn sie sich total in eine Frau verliebt haben, da wirklich alles auf den Tisch zu packen. Und ich kann euch nur eines sagen, liebe Männer oder Gefühlsklärer, packt alles auf den Tisch. Eine Frau, die euch wirklich von ganzem Herzen liebt und die euren Wert sieht und erkennt, die geht mit euch da durch. Die geht mit euch da durch. So, und bei den meisten Loslasserinnen ist es auch so, ein Mann und auch ein Dualseelenpartner, der irgendwann euren Wert erkennt, der geht mit euch da durch. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu leben. Und dann kommt der nächste Schritt, wovor die meisten wirklich Panik haben. Und ich erzähle es jetzt mal kurz, wie es bei mir und Sönke war. Sönke hatte panische Angst, wirklich die Liebe zu leben. Der hatte so Angst davor, geliebt zu werden, diese Liebe anzunehmen, die er von mir bekommen hat. Der hat mich teilweise überschüttet mit ganz vielen Sachen. Aber diese Liebe anzunehmen, das hatte ihm so Angst gemacht, weil er das nicht kannte, diese besondere Art der Liebe, dieses hingezogen fühlen, dieses magnetische. Und das hat ihm so stark Angst gemacht, dass er sich selber Druck gemacht hat. Er hat sich Druck gemacht, er hat gedacht, oh, das nimmt mir jetzt gerade hier die Luft zum Atmen. Ich fühle mich total von ihr angezogen. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, es engt mich wiederum ein. Und dann kam Sönke an den Punkt, und das fand ich ganz, ganz toll, wo er gesagt hat, oh, weißt du was? Warum engt mich das ein? Warum ist das ein Druck für mich? Ich kenne das Gefühl gar nicht, aber irgendwo ist es schön, wenn man sich dann mal fallen lässt. Und Sönke war irgendwann an einem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, ich lasse mich jetzt einfach mal fallen und lege meine Bewertung mal nicht auf dieses Druckgefühl oder auf dieses, ich bin eingeengt, sondern ich lege meine Bewertung oder, ne, also wie ich dieses, als ich ihn dann geliebt habe und auch teilweise umsorgt habe, gepflegt habe, wenn er mal krank war oder wie auch immer, oder ihm Geschenke gemacht habe. Für ihn war das normal, dass er das bei mir macht. Ich konnte das annehmen. Ich konnte diese Liebe annehmen. So. Und wenn ich das bei ihm gemacht habe, will sie jetzt was von mir, sie setzt mich unter Druck und da muss ich wieder eine Gegenleistung bringen. Also es war immer irgendwie mit so einer Gegenleistung auch gekoppelt. Und was erwartet sie jetzt? Und jetzt könnte es fester werden und hin und her. Und dann aber auch zu merken, ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Ich mache das bei ihr ja genauso. Wir hatten da auch viele Diskussionen gehabt darüber und auch lange, wirklich viele Nächte bis mitten in der Nacht darüber diskutiert, dass es im Endeffekt nichts anderes ist als das, was er bei mir macht. Nur, dass ich das nicht als Druck empfinde, sondern als Liebe. Ich sehe das als ein Geschenk an. Also ich sehe dieses Gefühl und diese Liebkosung und das, was er mit mir gemacht hat, wirklich als ein Geschenk an. Und umgekehrt hat er dann irgendwann die Bewertung auch darauf gelegt und hat dann gesagt, du weißt du was, Schatz, ich bin noch nie so geliebt worden und das ist Liebe, das ist kein Druck, das ist auch kein mich einengen.
Und das ist wirklich Liebe und ich lasse das jetzt zu. Ich lasse das zu und seitdem ich das zulasse, fühlt sich das nur noch, seitdem ich das annehmen kann, das wirklich annehmen kann, seitdem geht es mir gut. Und das fing dann so an, wo wir gesagt haben, so toll. Es war so der nächste Schritt, diese Liebe anzunehmen und dann auch zu sagen, boah, ich fühle mich total geil jetzt in dieser Liebe. Also ich fühle mich jetzt nicht sexuell geil, das kommt natürlich auch dazu, aber dieses, ich fühle mich einfach gut, ich fühle mich geladen, ich habe so viel Kraft in mir und boah, da ist einfach so eine Energie auf einmal da, wenn ich nicht mehr mich unter Druck gesetzt fühle und wenn ich nicht mehr mich eingeengt fühle und wirklich diese Liebe zulasse. Diese Liebe schenkt mir unendliche Energie und Kraft. Und er hatte auf einmal auch viel, viel mehr Kraft, auch im alltäglichen Leben. Also mit allen Dingen, die wirklich bearbeiten zu können. Das hat man auch gesehen, dieses Erblühen, er hat auf einmal eine ganz andere Aura gehabt. Und mir ging es natürlich dadurch auch besser, ist ganz klar. Aber das war ein unheimlich schöner Weg. Und der letzte Weg war, und das war hammer, hammer geil, der Weg in die Freiheit. Und das ist das, was ganz, ganz viele von euch auch schon von uns wissen wollten, wie habt ihr das geschafft? So, wir hatten einen Tag, das vergesse ich nie in meinem Leben, Sönke und ich, wir haben, ich glaube, 5 oder 6 Stunden über Versprechen, über die Werte einer Beziehung, über Ehrlichkeit, über Treue, über Lügen, über Transparenz, über alles diskutiert. Wir haben uns teilweise so hochgeschaukelt, dass wir, ich habe so tief in seinen Schattenseiten rumgegraben, dass da noch ganz viele Altlasten waren, die auf einmal bei ihm hochgekommen sind. Wir haben, das vergesse ich nie in meinem Leben, ich glaube 5, 6 Stunden oder sogar über 6 Stunden war es sogar. Wir haben diskutiert, wir haben gestritten, wir haben uns teilweise angeschrien und wir sind beides eigentlich total friedliebende Menschen. Aber wir haben uns so gegenseitig gesteigert und wir haben beides eine sehr, sehr starke Energie. Dass wir uns, keiner wollte den Raum verlassen, keiner wollte seinen Posten verlassen. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Und wir haben richtig, das war so eine richtige Kampfdiskussion. Das war so eine, ich kann es euch gar nicht sagen. Der eine hat das andere Wort gegeben und er, ich will da aber nicht hinschauen, du kotzt mich an, jetzt lass mich in Ruhe. Und ich habe gesagt, du sollst aber da hinschauen. Genau deswegen, das ist der Punkt, du bist schon wieder angetriggert. Und das ging die ganze Zeit so, dass ich immer gesagt habe, und das ist noch ein Triggerpunkt, und das ist noch einer, und da sollst du noch hinschauen. Und dass wir wirklich, es war Hardcore, und er hat das bei mir genauso gemacht, er hat es bei mir ganz genauso gemacht. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ich habe so, oh, ich habe so gezittert, wir waren so fix und fertig von dem Streit, von dem teilweise Anschreien, von dem Diskutieren. Ich war heiser ohne Ende, ich habe keinen Ton mehr rausgekriegt, ich habe nur noch gefiept, ne? Ich war klatschnass geschwitzt, Sönke war klatschnass geschwitzt. Und wir haben alles rausgeholt, alle Schattenseiten von uns beiden in diesen 6 Stunden. Das war so dieser Endspurt. Das war noch so der Rest, der irgendwo geschlummert hat in uns, den wir rausgeholt haben. Dann sind wir aufs Bett gefallen und waren irgendwie leer und haben uns nur noch angeguckt und auf einmal tief durchgeatmet und haben uns kaputt gelacht. Also wir haben echt nur noch gelacht und haben dann gesagt, ey, wie geil ist das denn? Ich fühle mich gerade total frei. Ich bin so frei, ich bin so befreit, da ist nichts mehr. Es ist keine Schattenseite mehr da, es ist nichts mehr. Ich habe dir alles gesagt, es ist jetzt alles gesagt. Auch von Frauen, von anderen Männern, wie auch immer, es ist alles gesagt. Und dieses Gefühl zu erreichen, wirklich frei zu sein, nichts mehr zu haben, das war genau das, da zu liegen. Und dann haben wir uns wirklich in den Arm genommen und konnten uns lieben und miteinander ganz, ganz toll umgehen. Und seitdem ist es auch wirklich zwischen uns beiden so, dass wir sagen können, so, wow, wir sehen uns und wir wissen alles voneinander. Da kann auch keiner mehr kommen und sagen, das und das hat der gesagt oder die gesagt. Da kann keiner mehr irgendwie reinfunken. Und das war ganz wichtig. Wir haben dadurch, durch diesen Prozess gelernt, wo bei uns die Selbstliebe ist, wo unser Selbstwert ist, was es uns wert ist, auch wirklich zu uns zu stehen, authentisch zu sein, diese Werte, diese Ehrlichkeit, diese Liebe, diese Treue, diese körperliche und auch geistige Treue wirklich zu leben und transparent zu sein für den anderen, ohne das Gefühl zu haben, man ist eingeengt, man setzt sich unter Druck, sondern sich wirklich alles zu erzählen. Auch wenn er gesagt hat, du, ich habe da gerade mit einer anderen geflirtet oder oh, die sieht mal erotisch aus oder sonst was,
ohne dass ich mich dann verletzt fühle. Und das ist genau das, was uns weitergebracht hat, ohne es persönlich zu nehmen. Darum geht es letztendlich. Und ich sehe auch gerade, mein Akku ist gleich leer. Wie gesagt, das wollte ich euch nur noch mal sagen. Es geht wirklich um diesen Selbstwert. Erkennt hier euren Selbstwert. Und liebe Männer, es gibt viele tolle Frauen da draußen. Seht hin, seht genau hin. Und es ist es wert und es lohnt sich, auch mit seinem eigenen Schattenkind zu arbeiten. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Hier unten könnt ihr es abonnieren. Unseren Kanal kostenlos. Und ich sage jetzt von mir, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.